Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu HokoLife. So, zwischen den Folgen habe ich jetzt mal eben diese 100 originellen Designs fertig gemacht. Jetzt fehlen uns noch 20 so erstellte Sachen. Da fehlt uns jetzt leider aber das Holz. aber macht nichts. Das kriege ich mir auch noch fertig. Wir müssen nur ein bisschen Holz hacken. Oh, guck mal, da ist ein Neuling. Hallo. Quill. Mein Besuch hier lässt mich erkennen, dass ich zu alt für die Stadt geworden bin. Als diese jungen Leute mit ihren elektrischen Dingern, den digitalen was auch immers und den virtuellen Dings das... Wozu brauchen die das alles bloß? Ist praktisch. Praktisch für wen? Nicht für mich, so viel ist sicher. Bis ich rausgefunden habe, wie man diese Dinger bedient, hätte ich die Aufgabe schon 5-mal selbst erledigen können. Vielleicht ist es endlich an der Zeit, mich zurückzulehnen und das ruhige Leben zu genießen. Sag mal, weißt du zufällig, ob es hier irgendwo ein Haus, ob hier irgendwo ein Haus im Verkauf steht? Ja, das wäre eine feine Idee. Ich pack dann besser mal die Sachen zusammen. Wir haben ja irgendwo noch ein Haus. Juhu, dann kriegen wir diese Aufnahme einige Erfolge fertig und mit etwas Glück. Wenn die Bäumchen schnell nachwachsen, kriegen wir sogar noch den Rest hier fertig. Einziehen lassen. Achso, ja, warte aufs Einziehen. Der Alte, der kommt ja erst Mäue. So, ich kann euch das hier gerade mal eben zeigen. Ich habe hier ein bisschen rumgebastelt. Ich habe hier die Zeit voll gemacht mit dem Basteln. Die Originaldesigns habe ich fertig. Hier fehlen noch 20 Stück. Das heißt, wir brauchen noch... 220 Bäume, also Baumstümpfe, um das fertig zu kriegen. Aber ich habe jetzt auch mal, weil mir noch ein bisschen Bastelzeit gefehlt hat, mir mal gedacht, machst mal irgendein komisches Teil, wo du mal ein bisschen länger für brauchst. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Stadt und gucken mal, ob wir den Scheiß hochladen können. Wenn es jetzt immer noch heißt, du hast nicht genug Zeit damit verbracht, dann gebe ich komplett auf. Weil da saß ich jetzt, ich weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde oder so, habe ich da jetzt ein bisschen rumprobiert. Und dachte mir, ja, ne, deswegen mal gucken, vielleicht können wir es hochladen. Wenn ja, ist okay. Wenn nein, gebe ich komplett auf. Dann habe ich nämlich echt keinen Bock mehr. Ja, ich bin gespannt. Weil ich habe keine Lust, irgendwie eine Stunde lang... Entschuldigung, irgendwas rumzubasteln. Nur um irgendwo mal so ein kleines Update zu kriegen, dafür, dass ich, keine Ahnung, ein bisschen schneller bauen kann oder sowas. Keine Ahnung, was das am Ende für ein Special ist, was ich kriege. Aber, ja. Man sind schon schicke Sachen bei. Man sieht, es sind immer noch dieselben wie bei der letzten Aufnahme. Kann ich das denn? Oh nein, ist ein Fehler aufgedreht. Fail 301, wahrscheinlich, weil es kein selbstgebautes ist. Ich dachte, mir stürzt jetzt gerade das Spiel ab. Ich bin einfach aus dem Ding geflogen. Ich vermute aber mal, weil es nicht selbstgebautes ist. Ich glaube, da kommt das Spiel nicht mit klar. So. Oh, das geht. Jawohl. Großer Lagergegenstand. Ah, nee. Kino. 30. November. Was, Kino? Okay. Und jetzt liege ich wahrscheinlich wieder raus. Yay. Aber immerhin haben wir eins eingereicht. Und wir müssen praktisch auch immer dasselbe einreichen. Oder, nee, doch hier. Kann ich das nochmal einreichen? Kann ich das vielleicht 10-mal einreichen? Oder muss ich immer irgendwas anderes einreichen? Vielleicht langt es ja, wenn ich eine kleine Änderung daran vornehme. Habe ich jetzt eigentlich eins eingereicht? Ich weiß gar nicht mal, wo das wohl. War das nicht hier? Hm.
Wo zum Geier war das? Wo waren das mit den Designs? Oh, was ist das? Entfernung zurückgelegt. 40, toll. Du hast ein Zuhause. Oh, guck mal, die 20 Stiefel haben wir auch geangelt. Wo zum Geier? Wo war das denn? Irgendwo musste man doch diese Hausdesigns einreichen. Da. Kreation hochgeladen. Danke, dass das nicht funktioniert hat. Ich habe eine Kreation hochgeladen. Es funktioniert aber nicht. Oder muss ich das anders hochladen? Hey, wie mache ich das? Weißt du, ich habe schon 5 von allem hier bestellt. Ja, das ist schön für dich. Aber irgendwie kriege ich nicht genug von dem Königlich-Thema. Ich will... Wie? Hä? Ich glaube, ich muss das mal googeln. Wie lade ich das denn hoch? Platzieren, fortfahren, in den... Da. Leertaste öffnen. In den Rucksack. Muss ich da vielleicht so drauf? Nee. Zeit, Art, Wert, Menge. Ich glaube, ich muss das nochmal googeln. Entschuldigt mich mal kurz. Vielleicht habe ich auch die ganze Zeit umsonst geflucht. Entschuldigt mich kurz. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder zurück. Und ich habe leider überhaupt keine Antwort gefunden, wie ich den Scheiß hochlade. Ich hab das Ding jetzt einfach 10-mal eingereicht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Hab mir hier von jedem eins mal runtergeladen und hab mir dann gedacht, ach komm, lädst du noch weitere runter, ne? Brauchst ja irgendwie 20 Stück. Ja, ne, sind trotzdem immer noch 10. Und ja. Also, ne? War einfach für ein Poppes. Ich muss warten, bis die nächsten Dinger da sind. Keine Ahnung, wann das passiert. Oh, warte mal, hochladen. War das nicht hier? War das nicht... Ich erinnere mich, war das nicht in irgendeinem Dingens? Willkommen, wie kann ich hier mein Laden? Ändere Laden, mein Laden. Alles klar. Mein Laden ist der Ort, wo du ausstellen kannst. Aha. Ja, ja, das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Ja, jetzt halt die Schnude. Jetzt ist gut. Labertasche. Achso, ich muss ich da hin? Mein Laden. Kann ich die Dinger nicht einfach 10-mal da hinstellen? Hochladen. Oh nein, jetzt fliege ich schon wieder. Okay, Memo an mich. Ich darf fertig gebaute... Danke, dass ich jetzt am Eingang rauskomme. Ich darf fertig gebaute Dinger nicht hochladen. Oder versuchen hochzuladen. Keine gute Idee. Kann ich die 10-mal ausstellen? Zu mir kommt sowieso keine Sau. Yay. Kann ich das nochmal ausstellen? Jawohl. Oder kommt jetzt... Nein, hast du schon. Nee, sehr gut. Okay, es ging, glaube ich, doch einfacher als gedacht. Ich dachte, das Hochladen wäre halt einfach dieses Teilnehmen. Ich hätte da, glaube ich, auch einfach diese komischen Kackstühle und alles hinstellen können. Ich glaube, das wäre genauso gut gewesen. Kann ich doppelt oder wird das nur ersetzt?
das wird ersetzt. Es soll übrigens ein Lagergegenstand sein. Ich habe mir gedacht, ach, kannst eigentlich wie so ein Hängeregal oder irgendwas machen und habe dann die Kette gesehen und dachte mir so, ah ja, komm, klatschst du noch die Kette nebendran, dann ist gut. Sieht zwar scheiße aus, aber was soll's. Wie gesagt, hier kommt eh keiner vorbei. Mein Let's Play sieht kein Schwein. Von daher ist das vollkommen Jacke. So, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na toll. Warte, ich probiere mal, ob ich das Gleiche machen kann. Zur Not müssen wir noch zweimal was anderes bauen. Ja gut, hat funktioniert. Das haben wir. Jetzt müssen wir noch zweimal 5... Jetzt müssen wir noch zweimal 5 Sachen runterladen und dann kommen wir doch voran. Gut, dass ich mich damit nochmal kurz beschäftigt habe. Und ja, Entschuldigung für meinen Ausraster gewissermaßen. Ich dachte halt in der Tat, dass das Ganze... dass das mit diesem Hochladen in diesem Special-Ding einfach zu tun hat. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, oder ich habe tatsächlich komplett vergessen. Oh, warte mal. Ich habe tatsächlich komplett vergessen, dass es ja nebendran dieses Lobby-Dingens gibt. Das ist mir gerade eben erst eingefallen wieder. Das tut mir echt leid. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance, die 100% zu erreichen. Im Übrigen, wie viel Platz hat denn der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 4. Okay, sind auch 24. Kann ich denn alles irgendwie mitnehmen? Und dann dieses schmale Dingens machen. Habe ich den Vorteil, dass man da besser was sieht und mir nicht alles zugemüllt wird. Mach mal Platz, Mädel. Oder warte, ich habe eine Idee. So. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Stahlgerüst. Ist es aber nicht. So, dann machen wir hier mal Steine und Erze und sowas rein. Sand und Kreide. Und wenn ich hinkomme, machen wir hier das weiche Gelumpe rein, wie die Plümmelchen, Holz und Lehm. So, die ich tue mal auch dazu. So. Ja. Jetzt bauen wir Holz. Und zwar normales Holz. Ne? Das ist das, was wir noch übrig haben. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, weil wir noch 20 Designs machen müssen, also 20 Dinger bauen müssen. Und dementsprechend müssen wir leider noch Holz hacken. Ich gehe jetzt nochmal oben schauen, ob wir schon gegossen haben. Und wenn ja, dann würde ich sagen, wir gehen einfach wieder schlafen und hoffen, dass ganz schnell jetzt innerhalb der nächsten 2 Folgen nochmal das Holz nachwächst. Und wir dann nochmal Holz hacken können. Und wir, ja, haben wir. Und wir gegebenenfalls die Erfolge abschließen können. Und wir müssen öfter in dieses Ding reingucken. Wobei ich mir nicht erklären kann oder nicht weiß, wann sich diese Designs immer ändern. Ein Problem wird es, wenn es beispielsweise alle 4 Wochen oder so ist. Das wäre schlecht. Weil ich kann mir halt nie sicher sein, dass wir in 4 Wochen oder so halt das hier noch spielen. Ne, also wir müssen zweimal noch, müssen wir runterladen, Sachen verschiedene. Und das erste Mal runtergeladen haben wir, glaube ich, Zeug, wo wir drüben waren, wo wir diese Weihnachtssachen runtergeladen haben. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ja, ich war fleißig am Runterladen, ne? Ich habe fett runtergeladen. Wie man sieht. Aber da können wir jetzt da oben eigentlich ein schickes Schlafzimmer machen. Oder unten.
Da können wir jetzt eigentlich ein schickes Schlafzimmer machen. Mit einer schicken Couch, die eigentlich hässlich ist. Nee, Quatsch, die ist schick. Mit einem Spiegel, den man wahrscheinlich eh nicht richtig an die Wand hängen kann. Toll. So, einem schicken Spiegel. Was haben wir noch? Ach ja, genau, dieses Doppelbett, dieses Hochbett. Ja, nee, ich wollte es eigentlich nicht anziehen. Kann ich das nicht irgendwie aufstellen? Fallen lassen. Okay, nicht so. Kann ich das... Naja, vielleicht muss ich das irgendwie an eine Schneiderpuppe oder so setzen. Ich weiß nicht. Was haben wir sonst noch? Nichts mehr, ne? Das waren die 3, 4. Was waren die 5? Eins, zwei, drei. Ach ja, 4, 5. Genau, genau. Ein schickes Bett hier und ein schickes Bett oben. Da warten wir noch auf unser Klavier. Da warten wir noch auf unser Klavier. Ja, und den Rest, den, ich weiß gar nicht, ich glaube, verkaufen können wir die nicht, weil wir die kostenlos bekommen haben und da werden die wahrscheinlich nicht wirklich was wert sein. Also wir gucken mal, ob wir sie vielleicht irgendwie für null an den Ding verkaufen können. Wenn nicht, werden wir sie halt alle zerstören. Ich dachte, es würde halt was nützen. Das Ganze häufiger zu kaufen. Hi, Kumpel. Oh, guck mal, jetzt hat er schon wieder was anderes im Verkauf hier. Ja, guck, null. So, erstmal das ganze Zeug hier weg. Da haben wir eine Bank. Was haben wir hier? Ein Globus. Oh, und eine Teekanne. Und eine Bank. Komm, nimm mal auch mit. Habe ich jetzt eigentlich geschlafen? 8:50 Uhr. Ja, ich glaube schon. So, komm, die Bank stellen wir hier hin. Diese schicke Bank. Da kann sich hier jemand hinsetzen. Die Teekanne, kann ich die auf die Bank stellen? Nö. Stellen wir die einfach nebenan. Boah, toll, die steht hier in der Luft. Ach, egal. Was soll's. So, wir gehen nach unserem Gemüse gucken. Gemüse. Gemüse. Hast du jetzt Dünger? Wo soll ich denn den Dünger herkriegen? Nö, da hat immer noch nichts. Hä? Ach ja, genau. Das war auch etwas, das ich googeln wollte. Das habe ich wieder vergessen. Hängt da oben was? Na Mensch, ich habe das gar nicht gesehen, dass ich da Birnen runterschütteln kann. Warum sagt mir das keiner? Warum hängt das alles hinten dran? Was ein Scheiß. Ach, im Übrigen, glaube ich, ist das kein Weizen. Ich glaube, das ist Mais, das hier wächst. Oder wachsen sollte eigentlich. Mal so gesagt. So, das lange Gießen geht wieder weiter. Aber ich finde das halt auch echt seltsam, als ich gegoogelt habe nach diesen Kreationen hochladen, finde ich das halt auch echt komisch, dass ich dazu überhaupt nichts gefunden habe zu dieser Lobby, weißt du? Einfach gar nichts. Es ist so, als könnte man das gar nicht hochladen.
Aber gut, wir haben es gefunden und da ist es Gott sei Dank auch scheißegal, wie lange wir damit verbracht haben. Das wäre jetzt der Knaller gewesen.